Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen! Der Informatikstandort Saarland genießt zu Recht einen ausgezeichneten Ruf. Die Grundlage dafür waren nicht zuletzt auch zurückliegende politische Entscheidungen. Einen letzten großen Erfolg stellte die Ansiedlung des CISPA auf dem Campus der Universität dar, welches seit diesem Jahr nun Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit ist. Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung und eine künftig den Strukturwandel treibende Kraft durch die Keimzelle CISPA ist neben der finanziellen Stärke der Helmholtz-Gesellschaft und der Kreativität und Überzeugungsstärke beim Einwerben von Drittmitteln jedoch auch, dass durch das Land im Verbund mit der Landeshauptstadt und weiteren Kommunen die strukturellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung des CISPA geschaffen werden. Die Saarwirtschaft hat sich in den letzten Jahren zunehmend vom allgemeinen Bundestrend beim Wirtschaftswachstum entkoppelt. Wesentliche Ursachen sind neben den Folgen des Kohleausstiegs auch die Auswirkungen einer von großen Teilen der Politik mitgetragenen Verteufelung des Verbrennungsmotors, wie auch eine desaströse, einzigartige Energiewendepolitik unter dem Deckmantel des Klimaschutzes. Im Ergebnis sind bereits hunderte hochwertige Industriearbeitsplätze verloren gegangen und der Prozess der Deindustrialisierung setzt sich absehbar weiter fort. Die Struktur der Saarwirtschaft ist erneut in einem radikalen Umbruch begriffen. Die klassischen Industrien sind also in Deutschland wie im Saarland auf dem Rückzug. Verantwortlich dafür sind neben marktwirtschaftlichen Prozessen im Rahmen einer umfassenden Globalisierung auch politische Entscheidungen, oft vorangetrieben von den Vereinten Nationen, in Richtlinien gegossen von der Europäischen Union und letztlich umgesetzt von den nationalen und regionalen Parlamenten. In dieser Situation nun siedelt sich an der Universität des Saarlandes das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit CISPA an, was sicher nicht möglich gewesen wäre ohne die lange erfolgreiche Entwicklung des Informatikstandortes, die über viele Legislaturperioden hinweg von Landesregierungen, angefangen bei Oskar Lafontaine, aber auch seinen Nachfolgern befördert und unterstützt wurde, wie auch von Unternehmer- und Wissenschaftlerpersönlichkeiten geprägt wurde. Genannt sei hier beispielhaft Professor Scheer. Nun hat das CISPA einen jungen und erfolgreichen und nicht immer leisen Chef, der nicht müde wird, die Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung seines CISPA auch von Land und Politik einzufordern. Sein Ziel ist dabei die Etablierung seines Instituts als eine Keimzelle des strukturellen Wandels an der Saar. Nun haben wir ja mit unserem Antrag als kleine Oppositionspartei und Schmuddelkinder des parlamentarischen Betriebs gerne von einzelnen Mitgliedern der Landesregierung auch mal als Flachstecker bezeichnet, was ich persönlich als unpassend empfinde, die höchstmöglichen Weihen erfahren, indem die Landesregierung stellenden Fraktionen einen eigenen korrespondierenden Antrag mit derselben Stoßrichtung eingereicht haben. Das ist ein wichtiges, wenn auch in Teilen recht vages Signal, dass Politik im Saarland auch in Zukunft hinter dem Informatikstandort steht und das ihr mögliche zur weiteren Stärkung beizutragen. Dies war insbesondere nötig aufgrund der, gelinde gesagt, mehr als zurückhaltenden Reaktionen von CDU und SPD auf die Äußerungen von Professor Backes vor gut 2 Wochen. Diese Reaktionen waren aus unserer Sicht geeignet, Vertrauen zwischen den Akteuren zu stören, und das sollten wir uns nicht leisten. Wie gesagt, bleibt der Antrag uns an einigen Stellen zu vage, ein Konzept zu erarbeiten zur Verankerung fächerübergreifender Medienbildung, und informatische Bildung ist ja schön und gut. Aber erstens ist die Forderung nach einem Fach Computing möglichst schon ab der Grundschule ja nichts Neues. Professor Backes hatte diese bereits im letzten Sommer anlässlich eines Besuches des Wissenschaftsausschusses am CISPA erhoben. Weiterhin glaube ich nicht, dass die Vorstellungen des CISPA sich in der Formulierung wiederfinden. Hier ist offensichtlich noch erheblicher Redebedarf. Und drittens ist es ja mit der Erstellung eines Konzeptes auch nicht getan. Es muss schlussendlich auch umgesetzt werden. Und davon ist in Ihrem Antrag schon mal gar keine Rede. Ein weiterer Punkt, der in Ihrem Antrag überhaupt nicht auftaucht, ist ein moderner und leistungsfähiger ÖPNV-Anschluss des CISPA und weiterer möglicher Standorte. Auch diese Forderung ist keineswegs neu und wurde auch von mir an dieser Stelle zuletzt im Dezember erhoben. Nun ist mir vollkommen bewusst, dass unter den planungsrechtlichen Gegebenheiten in Deutschland ein Saarbahn-Anschluss an Uni und CISPA eine Mammutaufgabe darstellt. Dennoch sollte sie angegangen werden. Und wir fordern daher erneut die Landesregierung auf, gemeinsam mit der Landeshauptstadt schnellstmöglich ein Konzept für den Bau eines Saarbahn-Anschlusses zu erstellen und möglichst zügig umzusetzen. Weiterhin ist es aus unserer Sicht notwendig,
Weiterhin ist es aus unserer Sicht notwendig, mit dem Projekt Saarbahnanschluss auch bei der Bundesregierung vorstellig zu werden und im Rahmen des Kohleausstiegs Unterstützung einzufordern. Das erscheint uns wesentlich sinnvoller, als im Saarland eine Batteriezellenproduktion aus dem Boden zu stampfen, deren wirtschaftliche Überlebensfähigkeit, gelinde gesagt, bezweifelt werden muss. Also Fazit, wir werden Ihrem Antrag ebenfalls zustimmen, wenngleich er aus unserer Sicht an manchen Stellen vage und auch nicht vollständig ist. Wir halten es ja jedoch für notwendig, dass aus diesem Hause ein eindeutiges und möglichst einstimmiges Signal kommt, das da lautet, die Landespolitik wird eine gedeihliche Entwicklung des Informatikstandortes nach Kräften unterstützen. Vielen Dank.